Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir die AE66 Graubünden aus mit der Artikelnummer 11421 von Merkel. Nee, das war gar nicht die Artikelnummer, sorry. Von Märklin mit der Artikelnummer 39365. Sorry, das war ein kleiner Fehler hier. So. Ich denke mal, das ist, war die Nummer. Also die AE 66 11421 von Graubünden mit dem Kantonswappen, sehr wahrscheinlich Graubünden. Zum 175. Jubiläum von der Schweizer Eisenbahn hat Märklin ein verbessertes Modell des Klassikers AE66 rausgebracht. Hier sind noch Gutscheine. Ja. So. Und zuerst schauen wir noch mal rein. So. Da ist er. Das ist noch mal die Artikelnummer. Also Packung drehen, habe ich sie falsch umgehalten. So. Da ist das schöne Modell. So. Also, was ist alles verändert worden? Die hat einen einen Mittelmotor, eine verbesserte Frontpartie und eine kulissengeführte Kurzkupplung, was ja regelrecht gefehlt hat eigentlich von diesen AE66, AE44ern. Die hatten das eigentlich von Märklin noch nicht so richtig. So, was gibt es hier noch? Ich glaube, ja, das ist ja ein Schneeräumer, den man unten dran klemmen kann, muss man nicht. Ich glaube, das ist auch eher suboptimal für Fahrten, also nur für Standmodell. So. Ach, das ist ja wahrscheinlich noch festgemacht, oder? Nicht das so richtig? Nee. Das ist einfach nur reingeklemmt. Okay. So. Ist auch wieder schön schwer, komplett aus Metall. Hier ist die kulissengeführte Kurzkupplung. Da ist das Kantonswappen Graubünden. Und das ist die Loknummer. Die habe ich mit der Artikelnummer leider verwechselt. Ja. Auch oben sieht die sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also so vom Aussehen her sieht die ganz schön aus. Wir haben ja, ich denke, schon noch so eine von früher. Auch von Märklin.
grün. Ist die gerade nicht hier? Na? Doch, das muss. Ja. So, hier. Ich denke mal, das ist das gleiche Modell noch von früher. Also von Unterschieden her sieht natürlich das jetzige Modell viel besser aus, auch weil die grauen Töne hier, natürlich ist das jetzt halt nicht wirklich, ja, gerecht. Die Front, ja, wenn man gute Augen hat, kann man da Unterschiede erkennen. Ich sehe jetzt hat da keine auf schnell, ja. Das war so, mal so ein grober Vergleich. Natürlich von den Funktionen her ist es natürlich nochmal was komplett anderes. Aber sonst ein sehr, sehr schönes Modell. Ja. Was auf jeden Fall auch sehr interessant auf unserer Anlage werden könnte. Ein Thema. Gut, dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und natürlich, das ist die Vorstellung, der Lok wird auch noch in den nächsten Wochen geschehen. In einem anderen Video, separaten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.